Nur noch ungefähr Kilometer, dann sind wir schon wieder am Auto. Uns hat die Tour sehr gut gefallen und Grüße gehen raus an Strauchs Wanderlust, an der Marco und die Tanja. Ja, das sind nämlich so übliche Sprüche. Irgendwie hat jeder YouTuber so übliche Sprüche, außer ich schwitze immer dumm Zeug. Hallo und einen schönen guten Tag, ihr Leid. Nachdem ich ja 5 Wochen quasi an die Couch gefesselt war, wie mein blöde Zeh, da ich hatte ja Gicht am Großzehgelenk. Und ja, endlich geht es meinem Fuß nochmal gut. Und es ist auch Sonntag und die Zeit, du mir nutze, das heißt mir, meine Frau, die Kinder und ich, und sind halt nochmal unterwegs. Endlich, und die Kamera habe ich auch dabei, damit ich euch kann mitnehmen. Ja, und weil es noch 5 Wochen hier noch nicht so gut ist, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es gut ist, deswegen halt keine so lange Tour, sondern wir sind noch mal in Nova Drill gefahren und mache die Traumschleife Almglück. Und da nehme ich euch mit, bleibt dran und gucken zu. Shine bright up all night, whenever slow went down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only a day. Yo, übrigens, gehen wir nur die Traumschleife und mache keine Abstecher zur Burg, weil 6,7 Kilometer, mit was die Tour da ausgezeichnet ist, reiche erstmal dafür, dass mein Fuß jetzt 5 Wochen Ruhe hat und man muss es ja nicht überstrapazieren. Ja, der Beamter wird wahrscheinlich erst frisch umgeknickt sein, weil, wie gesagt, gestern Abend war es doch auf jeden Fall bei uns in der Kante sehr stark regnerisch und der Wind ist auch gegangen. Der Weg war ja auf unserer Ersttour ja schon abenteuerlich, was wir immer vom Wasser über den Weg gelaufen ist. Aber jetzt, wo es gestern Abend geregnet hat, sehr wahrscheinlich, ist es ja doch noch batschiger wie im April. Und es ist ein Wahnsinn, wenn man sieht, was die Vegetation, ne, wie die jetzt so grün ist und wie wir im April da waren, mein Sohn und ich, da war ja alles eigentlich nur Escher und die erste leichte grüne Triebe sind gesprossen. Aber schön, schön, schön ist es. Ja, da hinter mir ist die Stelle, wo ich damals runtergegangen bin und ein bisschen aus dem Bachlauf gefilmt habe, oder? Kann man das überhaupt als Bach bezeichnen? Ich weiß es nicht. Aber da mag ich jetzt auch nicht runtergehen.
Ach, aber davon liegt wieder ein Baum, wo umgestürzt ist. Aber immer Fuß hochheben und drüber gehen und dann hat sich das Ganze erledigt. Also der da Weg da hoch, das wäre eigentlich ein Weg für Toppers Adventures. Ist auch ein Kanal aus dem Saarland, der Outdoor unterwegs ist. Ja, für mich ist das Ganze aber natürlich nichts. Ja, die eine von uns, die haben Mistfilter und andere kennen nur Mistkäferfilme. Aber so ist das. Wo ist denn der Baum, wo ich mich rangehauen kann? Der ist weg, ne? Also da muss damals der Baum gewesen sein, wo ich mich dran gehauen kann und das Handy runtergefallen ist. Aber keine Ahnung, wo der verblieb ist. Weiß man nicht. Ja gut, heute ist es zwar nicht so heiß, aber gerade im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, ist der Pfad da wirklich total super. Durch die ganze Bäume, wo über die Wege gehen, ist man schön im kühlen Schatten. Und ja, mittlerweile haben wir halt den Bachfluss neben uns gelost. Also die Fließgeräusche vom Wasser, die sind fort. Aber man hat sie vielleicht gehört. Neben uns ist die Straße und da ist gerade Motorrad- oder Mopedfahrer vorbeigefahren. Also Moped im Stil von 50er, 125er oder sowas. Ja, also das Dorf, wo wir jetzt gerade lang gehen, das sind wirklich schmale Pfade. Ne? Wer den Kanal noch nicht kennt, Meilen Mike, ist auch aus dem Saarland, schwätzt aber auch sehr selten saarländisch. Hatte ich aber auch schon mal gesagt. Der ist ja auch immer outdoor unterwegs mit Wohnmobil und Wannere. Und der und die Heidi, die liebe die schmalen Pfade. Dann machen wir mal ein bisschen Pause oder beziehungsweise mehr essen was während dem Gehen. Hier, Lotus Biskuitkekse. Die gibt es ja oft in Kaffees oder so, zum Kaffee oder zum Cappuccino. Aber wenn die in der Werbung sind, dann kaufe ich die auch ganz gerne. Schmecke so ein bisschen nach Spekulatius, aber ist aber kein Spekulatius.
ohne Lavaliermikrofon. Allerdings kein Wind, nur Wassergeräusche in der Eich bzw. hinter der Kamera. Wir sind jetzt, ich würde mal sagen, die Hälfte gut vom Weg gegangen. Und im Moment geht es nur bergauf. Und es ist doch ganz schön warm. Ja. Die Wolke hat sich verzogen und auch durch das Blätterwerk kommt doch ab und zu die Sonne durch. Und ich bin froh, dass ich meine neue Schuhe nicht mitgenommen habe, weil die wäre jetzt echt saubatschig. Da gehen wir nichts an am Weg vorbei und ich habe was gefunden. Ich bin ja ein bisschen größer wie meine Tochter, weil da hat irgendjemand was gebastelt. Gucken wir selbst. Das gibt's doch nicht in Reihenfolge von diese Videos. Einfach ein Männchen hier auf dem Holz liegen zu sehen. Holz? Was ist denn das? Stamm, ne? Dann durch mal am Ulanzi MT34, ne, müsste es eigentlich sein, die Stangen ausziehe, die Selfie-Stangen, damit man ein bisschen mehr von mir darin kommt. An dem schönen Weg da. Ne? Aber es geht ein leichter Berg wieder hoch und wir sind ja also super sportlich. Ironie. Oh, meine Frau sagt, sie ist sportlich. Atme, atme nicht vergessen. Oh, Unsportlichkeit hat einen Namen. Ich. Kuh macht Mu. Viele Kühe machen Mühe. Das kann ich jetzt mir so hochdeutsch sagen, weil viel Kieh macht Mi. Ja, obwohl passt das auch. So, da kann man dann noch grüßen, wer Wanderungen macht. Meile Mike hatte ich schon. Der Mike und die Heidi. Strauß Wanderlust hatte ich Topaz Adventure hatte ich auch schon, gell? Ja. Du Murat, die alte Wandersocke.
man kommt sich zwar vor. Ja, links, ne? So, jetzt sind wir wirklich gleich am Auto. Die Tour war schön, es hat uns gefallen. Es war eine ganz andere Atmosphäre wie bei der Männertour im April durch die ganze Vegetation. Ja, es war natürlich ein bisschen blöd, weil es vorher gerannt hat. Deswegen war die Wehe noch batschiger wie das letzte Mal. Aber ja, Schuh kann man sauber machen. Es hat auf jeden Fall allen gefallen und das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen, Abo und bis demnächst. Bleibt gesund und macht's gut. Euer Dirk von Stoppschild TV. Mit Bart.